Hallihallo, herzlich willkommen zurück hier in Sommersommer, unserem wunderschönen Dörflein, das wir letztes Mal um diese kleine Hütte hier erweitert haben. Wir haben neue Nachbarn, die hier irgendwo in der Gegend herumstehen. Hier ist er. Bartar der Orangene. Gefällt mir gar nicht. Werden wir uns demnächst mal drum kümmern. Die reden gerade über den Wolf, den sie gerade geschlachtet haben. Unser Dave ist jetzt übrigens ein Bogenschütze, was ich sehr cool finde. So, wir können jetzt erstmal hergehen und mit unserem Heiler... Okay, wir haben gerade keine Blümchen, aber das sollte jetzt nicht das große Problem sein. Weil da wachsen welche. Da auch. Und hier irgendwo auch. Wenn sie die Blümchen da jetzt mal abbauen, dann kann unser Heiler eventuell einen Heiltrank für den Dave herstellen. Ah, guck, da sind noch welche. Upp. So. Das wird jetzt erstmal alles geerntet. Vielleicht irgendwann. Wir werden es sehen. So, da kommen unsere fleißigen Bienchen aus der Mine. Die aber leider Gottes weiterhin nur Steine anschleppen. Was mir gar nicht so gut gefällt, weil ich brauche zumindest zweimal Kupfererz, damit ich einen Schmiedehammer herstellen kann. Und dann geht die Party nämlich erst richtig los. Also wenn, ja, also dann, puh, also, boah. Haltet euch mal fest. So, aber wir können unseren Zaun mal fertigstellen. Machen wir mal 15. Vielleicht noch ein Tor. Weil dann können wir hier irgendwo noch ein Tor einsetzen. Dann haben wir drei Ausgänge aus unserem Wall. Das ist dann okay. Was haben wir hier eigentlich? Oh, eine Hasenstatue. Okay. Moosig, aber der Stein ist immer noch gut. Das ist doch schön. So. Haben wir hier auch irgendwo Bösewichte? Nein, oder? Was ist das? Halt! Ein bewaffneter Goblin. So. Das ging jetzt schnell. Gut, also der Kollege, der war jetzt recht schnell vom Tisch. Der Dave ist traurig. Warum? Dave, was hast du? Schmerz, leicht. Ich aß eine Pflanze. Achso. Dave ist ein Fleischfresser, natürlich. Kann ich denn schon ein Trappermesser herstellen? Dann könnten wir dem Ganzen ein bisschen Abhilfe schaffen. Dann muss sie zuerst ein Steinmetz Level 3 werden. Aber das bekommen wir hin. Gut, Schrödi ist ein Level 5 Farmer mittlerweile. Der ist absolut... Der geht auf in seiner Arbeit. So, Steff. Steff kommt angerannt. Gut. Du weißt, was du jetzt zu tun hast, Steff? Achso, ja, erstmal essen natürlich. Ja, klar. Na klar. So. Haben sie denn schon meine Sachen erstellt, die ich brauche für den Typen? Die drei Haken? Ja, okay. Den Fiedel ist verlassen, der hat die drei Haken schon gemacht. Was die Steff so tut, das weiß ich nicht. Dann haben wir noch ein Holzschwert, eine Hacke. Okay. Gut, sie versammeln sich wieder um das Licht. Oh, der hat grünes Licht, guck mal. Bartar hat grünes Licht. Ja, morgen untertags werden wir dem Kollegen mal ordentlich einheizen, hätte ich gesagt. Weil dauerndes Einmauern ist jetzt auch nicht die Lösung. Okay, aber sonst sehe ich jetzt hier keine Bösewichte. Aber ich habe da vorne jetzt gerade... Ja, genau, da sind so Büsche. Norm Windriser, was hast du, Norm? Scheiße, du bist der Holzhändler. Mist. Nee, hau ab von dir, brauche ich nichts. Scheiße. Schick mir deinen Kollegen vorbei, den bräuchte ich eher. Ja, das sind auch wieder nur Bärenbüsche, ne? Ja, das sind auch nur Bärenbüsche. Was ist das alles? Wilde Seidenpflanze. Eine kleine Waldkreatur, der Waschbär. Ja, wir werden dann hier irgendwo, werden wir versuchen zu jagen. Wenn es denn soweit ist. Wie kann ich jetzt zum Beispiel dem Dave sagen, Alter, heil dich. Nein, oh Gott, nein, du bekommst keine andere Arbeit. Du bist ein toller Bogenschütze, Dave. Aber... Nein, 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 nein.
Ich habe keine Ahnung, wie ich dem Kollegen jetzt sagen kann, bitte gehe dahin und heile dich. Weil irgendwie, ja, will er das nicht. Aber was soll's. Wer bist du? Dr. Goldbach, unser neuer Stadtwachenkommandant. Eine kleine Waldkreatur und Fuchs. Na toll. Ganz toll. Kikariki! So, der Tag bricht an, Freunde. Wie sieht's denn aus? Hat die Steff denn jetzt schon... Ja, das sind schon zumindest schon mal ein paar. Oh ja, unser Wall wächst. So, tägliches Update. Ich weiß, ich habe immer noch nicht genug zu essen. Interessiert mich momentan aber nicht. So, das ist okay. Die bauen da mal unseren Wall weiter. Brauchen wir sowieso. So, wie sieht's jetzt aus? Dave ist immer noch verletzt. Fuck. So, kannst du da mal einen Heiltrank herstellen? Ja, das kannst du. Achso, dann hier. So, oder? Dauerhaft zwei im Lager und von den Verbänden her auch dauerhaft zwei im Lager. Das wird jetzt natürlich wieder nicht gehen, weil er nicht genug Blumen hat dafür. Ja, die können wir ja noch besorgen. Das ist ja nicht so das Problem. Hier, hier und hier. Oder was? Häuptling wiegt der Entsetzliche. Hahaha. Dass du das neue Kind in dem großen Red-Territorium. Das bedeutet weniger neues Kind nehmen dein Mittagessen. Lunch-Metapher. Du machen für uns sonst. Was will er? Zehn Weizenballen will er. Ich bald zurück. Aha, also er will Holz und er will... Naja, soll er haben. Das ist jetzt nicht so die Challenge. Gut, ja, das kann er durchaus haben. So, pass mal auf. Hier drinnen... Ich habe wieder das Falsche geklickt. So. Wo ist mein... Da ist es. Hier drinnen? Ja, okay, passt. Das heißt, den hier... Bereitstellung aufheben, dann kann ich den nämlich verschachern. Hier. Was bist du? Weberwerkbank. Spinnrad. Ja, das brauche ich tatsächlich alles. Okay. Ja, okay. Ah, da ist er. Ja, okay. Soll er. Das Zeug kann er haben, das brauche ich sowieso nicht. So, da machen wir jetzt noch ein Tor. Spup. Dann bauen wir da unseren Zaun noch weiter, damit wir da mal fertig sind, damit das da mal zu ist. Ach, verdammt. Was wollte ich? Oh. Meckereien. Ja, ja. Ich weiß. Ihr wollt nicht dauernd dasselbe essen. Da wollten wir uns sowieso noch drum kümmern. Denn der Tonno ist ja jetzt aufgestiegen. Insofern kann er jetzt tatsächlich einen Sack mit Mehl produzieren. So. Dauerhaft sollen 5 auf Lager sein. Und vom Brot... Ah, da brauche ich einen Steinofen dafür. Ah, fuck. Steinofen machen wir auch noch. Gut. Der Fiegel spielt sich mit dem Hasen von der Zuckerfee. Wenn das der Simon wüsste. Ich bin enttäuscht, Steff. Gut. Wir haben die drei Haken, falls der Kollege Händler-Typ irgendwann mal zurückkommen sollte.
So, schauen wir da mal rein, wie schaut es da aus? Da haben wir auch noch nicht sonderbar viel erreicht. In unserem Tunnel. Vielleicht sollten wir den Tunnel nach unten weiter graben. Halt. Boah, jetzt? Echt jetzt? Ich brauche das. Geh nicht weg. Gegen wen kämpfen wir? Oh! Oh Gott! Laufen Sie weg, Dr. Goldbach! Boah! Alter, das war knapp! Ach du heiliger Himmel! Ist das Öhrchen tot? Nee, okay. Schmerz leicht. Okay, er heilt sich eh. Okay. Gut. Boah, das war knapp. Alter Verwalter. Jetzt kommen da aber schon ganz schön fiese Kreaturen. Boah, was ist das? Ist das das Camp der Goblins? Mhm. Camp der Goblins, die wir befrieden, oder wie? Ja, gucken wir. Also, ich habe ja noch genug Zeug für dich. Ja, ja. Kann ich dem... Ja, okay. Er nimmt's nicht mit. Okay, also die... Goblinsies, die... Was? Zun der Atemberaubende. Und Arwe der Entsetzliche. Na, Gott sei Dank. So. Wie sieht's mit unserer Miliz aus? Echo ist fast voll geheilt. Wo ist der Dave? Da ist der Dave, das ist auch okay. Und der Öhrchen hat sich zumindest ein bisschen geheilt. Ja, was wollte ich jetzt machen? Ah ja, richtig. Ich mache jetzt erstmal den komischen Ofen da. Genau, weil dann kann ich den mal platzieren. Yep. Backofen. Jeder braucht einen Backofen. So. Jetzt holen sie alle mal Frühstück. Anstatt dass einer den verdammten Backofen richtig platziert. Oh, ich hasse euch. Ja, ich weiß, wir haben immer noch nicht genug Essen. Ich hasse euch. Stellt den verdammten Backofen auf. Geht doch. So. Tonno, mein Freund. Du wirst jetzt hier mal so Mehl machen. Das soll dann immer im Lager sein, das ist gut. Und dann machen wir noch so, dass dauerhaft 5 Bauernbrote im Lager sind. Das ist auch sehr wichtig. Gut. Dafür brauchen wir rohes Fleisch. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. So. Dann kann der Tonno nämlich was anderes kochen, dann meckern sie nicht mehr, dass sie dauernd dasselbe essen müssen. Das ist schon mal gut. Da ist er ja wieder. Häuptling, Arsch, der Wichskopf. Wieg, der Entsetzliche. Naja, ist gut. Aber was ist, willst du jetzt dein Zeug haben oder nicht? Was? Ein Silberbar? Wo habe ich denn das jetzt hier? Achso, ja, warte mal. Ich habe es ja vorher tatsächlich geschafft, dass ich noch 2 Kupfererz gekauft habe. Hahaha! Bauet den Schmiedehammer! Okay, dafür brauche ich einen Steinmetzpodest. Der Goblin stopft hier in der Stadt. Bitteschön. Meine Sachen hat so ziemlich gut fürs Sklave bald zurück. Okay, hau ab. So. Ja, das sieht's. El Tonno hat das Koch das Level 3 erreicht. Na, schau dich einer an. Ja, noch können sie da durchmarschieren. Wenn ich da mal fertig bin mit Zeug aufbauen, dann sieht das eh ganz anders aus. So. Stell mal 10 von denen her. Was brauche ich da? Ein Steinmetzpodest. Ja, das mache ich auch noch.
Dann schicken wir ein paar von den Arbeitern wieder in die Mine. So, die haben jetzt immer genug zu tun. Ja, noch so tun. Sally. Herr Tonno ist glücklich. Er pflanzt eine Feldfrucht und ist glücklich. Na, das freut mich doch. So. Und ihr kleinen Arschis. Dafür sorgen, dass ihr dann nimmer durch könnt. Und dann nehmen wir. Was denn? Achso, das ist nur der Händler. Wir nehmen 8 Großküsten euch einen Eisenhelm. In 24 Stunden. Das ist nicht so dramatisch. Große Kisten sind schnell gemacht. Große Kiste. 8 Stück. Das ist gut. Das können wir so tun. So werden wir tun. Was? Oh ne. Oh ne. Ne, 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 ne. Was habe ich jetzt gemacht? So. Das wollte ich. Genau. So tun wir. Ich glaube, dass dann da nicht niemand mehr durchkommt. Wenn es denn wahr ist. So. Was wollten wir? Wir wollten Sachen platzieren. Wir wollten das hier irgendwo platzieren. Genau, so, sie hat hier ihr Arbeitsdingsbums, dann platzieren wir hier ihr anderes Arbeitsdingsbums. Und gut ist. Ja, ja. Ist in der Ordnung. Ich weiß es nicht. So. Stopp, gehen wir weg. Wir wollten ins Steinmetz-Handwerksmenü. Genau, jetzt können wir ein Trappermesser herstellen. Trappermesser ist gut, weil da können wir einen Jäger einberufen. Batar der Atemberaubende. Glaubst du, ist das irgendwie der Bruder von Batar dem anderen? Blübell das Schaf, so fluffig, meh. Ich glaube, da werden wir demnächst mal drüber planieren, über die Kollegen. So. Cyrus. Entweder einen Trapper. Also entweder wir bauen einen Cyrus zum Trapper aus oder wir bauen ihn noch zu einem... Der Metzel ist ein Fleischfresser. So, der Metzel wird jetzt Trapper. Komm, so, zack. Genehmigt. So.
und den Cyrus, weil der ist leicht reizbar. Noch nicht von denen man es sollte. Okay, aber der wird dann ziemlich unüberlegt da reinstürmen. Aber das ist uns jetzt egal. Der Cyrus wird jetzt auch zur Stadtverteidigung abgerufen. Dann sind es nämlich 4. Dann fühle ich mich gleich viel sicherer. So. Den Baum tun wir hier auch weg. Ein Schild, ein Schwert. Schließe ich deinen Kameraden an. Gut. Das ist gut. So, das gefällt mir. Ja, da könnt ihr euch ein bisschen unterhalten. Ja. Jetzt ist die Frage, kommt der da noch durch? Ja. Das hatte ich befürchtet. Dann müssen wir... Uiuiui, wo ist denn das jetzt? Handwerk. Da eines brauchen wir noch. So, was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen jetzt noch eine Fallenzone errichten. Damit wir richtig trappern können. Oh je. Schon okay, meine Stadtwachen sind da, die kümmern sich um das. Hoffentlich. Wer kriegt denn da schon wieder so hart aufs Maul? Wer ist das? Ach, der Dr. Goldbach mal wieder. Sie nannten ihn Dr. Eisenfaust. Ja, der holt sich jetzt gleich was zum Heilen, hoffe ich. Dreck. Ja, okay, er legt sich zumindest gleich hin und heilt. Das ist okay. So. Genau da kommt das noch hin. Dann können die Spastis da nicht mehr durchlaufen. Da haben wir jetzt Fallen aufgestellt. Für sämtliches Kleingetier. Und da ist schon immer noch was rein. Eichhörnchen. Egal. Aber der trappert fröhlich vor sich hin. Das ist gut. Dum, 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 dum. Ja, ja, der Humi, der stellt da brav seine Umschläge. Oh, zieh mal einer an. Verkaufen. Wir verkaufen dir jetzt mal was, Kollege. Mit dem ganzen Zeug, das wir nicht mehr brauchen. Verkaufen wir mal einen. Was ist das eigentlich? Wir haben einen stehen und haben noch 3 in Reserve. Wozu? Was ist das? Oh Gott. Braucht doch kein Mensch, bitte. So, wir haben immens viel Korb mit Karotten. So Zeug. Kaufen wir ihm noch 2 Brote. Großes Weizenbündel verkaufen wir ihm auch. So. Gefütterte Weste, Winteruniform, verbesserte Arbeiteruniform. Erhöht die Effizienz des Arbeiters. Ja, komm. Ich brauche dich trotzdem nicht. So, du bist wieder da. Akzeptieren. So, einer von euch darf sich jetzt den Eisenhelm holen. Weil er eingelagert ist. Ja, und wer wird's? Na, will keiner von euch den Eisenhelm haben? Jungs, wir haben da einen sweeten Eisenhelm rumliegen. Was ist los mit euch? Naja. Ihr werdet ihn euch schon holen, wenn ihr ihn braucht. Nehme ich jetzt mal an. So. Dann gucken wir mal.
Stress mit den Nachbarn haben wir momentan keinen. So, der Tonno, unser Kochmeister. Nichts. So, wie sieht's denn hier drin aus? Oh, sieh sich das einer an. Wo wir da schon sind. Golderz, Kupfererz. Sehr gut. Naja. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Tatsächlich. Das gefällt mir richtig, richtig gut, was da gerade passiert. Bam. Was haben wir denn da noch? Den David und die Sally haben wir noch. Den David machen wir noch zu einem Farmer. Er hat ohnehin den grünen Daumen, wenn ich mich da jetzt nicht verguckt habe. Yes, den hat er. Ja, ich weiß, wir haben immer noch nicht genug Essen. Macht nichts. So. Ja, und jetzt können wir, weil ich den scheiß Kreis so eng gezogen habe, können wir das erste Mal vergrößern. Wir werden hier noch ein paar Felder anbauen. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin, werte Freunde, unser Dorf wächst und gedeiht. Bis dahin, Peace und Freundschaft, euer Agib, pfiat euch und...